Guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen den ERC Red Bull München. Ich begrüße wie immer die beiden Coaches, zu meiner rechten Toni Söderholm aus München und zu meiner linken Doug Shedden von den Roosters. Ebenfalls wie immer das erste Statement des Gästecoaches. Toni, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, guten Abend. intensiv, viel Leidenschaft im Stadion heute von der Spielerseite, von den Rängen. Ein sehr, sehr, glaube ich, emotionales Abend, was da alles drin war. Da waren viele Zweikämpfe, gute Zweikämpfe, meiner Meinung nach. Gute Situationen im Unterzahl für uns. Aber ein Tor kassiert, aber in der dritten Drittel haben wir die zwei sehr gut weggespielt. Wir haben ja effizient auch die Tore geschossen mit schönen Einzelaktionen. Ich fand generell, dass der dritte Drittel auch ein starkes Drittel von uns war, wo wir nicht viel zugelassen haben, einfach und clever gespielt. Und insgesamt können wir positiv sein, was heute Abend angeht. Drei wichtige Punkte und jetzt eine schnelle Erholung und am Sonntag geht es weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall, dann Doug, your statement to the game, please. Yeah, congratulations, Tony. Munich, you know, they're a great team, so we're struggling right now. And it's like we're out of gas and we got to go to the gas station tomorrow and fill up because it just seems like we've been doing this since October and it just looks like some guys are getting really, really tired and just got to find a way to get through another couple games so we can save this team and this league. So. Of course, it's disappointing, but we just look like a tired hockey club. And when you play a team like Munich, you can't be tired. But, the guys are fighting as hard as they can. There's no question about it. So we just got to regroup tomorrow and try to get them ready for Sunday. Thank you, Doug. Er hat sein Team heute Abend hinten raus etwas kraftlos gesehen. Man merkt, dass die Saison sehr, sehr lang ist, weiß aber auch, dass es jetzt wichtig ist, nochmal Wege zu finden in den letzten Spielen, diese Kraft nochmal irgendwo herzunehmen. Er kann seinen Jungs keinen Vorwurf machen, sie holen alles raus, was geht, aber heute Abend gegen München eine sehr, sehr starke Mannschaft, dann auch eine verdiente Niederlage. Gibt's Fragen? Doug, Nick Ritchie was out in the second period, in the second power break. Was it because of his performance, or he had an injury, or what is the reason? Well, he did have an injury. Yes, he did. I don't know. You make that many turnovers, maybe you pull something. I don't know, but he wasn't having a good first period, and the doctors are looking at him right now. So I don't quite know the extent of it, or what it is, or how serious it is, or if it's anything. Frage war nach dem Ausscheiden von Nick Ritchie in Mitte des zweiten Drittels, ob das aus Leistungs- oder Verletzungsgründen wäre. Doug sagte, sicherlich hat Nick nicht so gut gespielt, aber es war eine Verletzung, die verhindert hat, dass er nochmal eingreifen konnte. Weiß aber noch nichts Genaueres zum jetzigen Zeitpunkt. Gibt es weitere Fragen? Ja. Bitte. Eine Frage an Toni Söderholm. Ben Street war heute nicht im Aufgebot. Welche Gründe hatte das? Ja, der ist nicht 100% gesund seit ein paar Wochen und wir tun jetzt alles, was wir können, dass er und der ist da auf dem Besserungsweg und der wird in die nächste Spiele wieder fit sein, aber der hat ein bisschen gesundheitliche Probleme. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann die weiteren Ergebnisse des heutigen 50. Spieltages. Nürnberg gegen Düsseldorf 5:3. Mannheim gegen Schwenningen 1:4, Bremerhaven gegen Augsburg 4:0, Ingolstadt gegen Frankfurt 1:4, Straubing gegen Berlin 4:1 und Wolfsburg gegen Köln 5:0. Das nächste Heimspiel unserer Roosters ist gleichzeitig auch das letzte in der Hauptrunde der diesjährigen Penny DL-Saison. Findet am kommenden Freitag, den 8. März, statt. Dann empfangen wir hier um 19.30 Uhr die Schwenninger Wild Wings. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit sowie bei den beiden Coaches und wünsche unseren Gästen noch eine gute und sichere Heimreise und Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.